Hallo und herzlich willkommen zum Prompt-Labor. In diesem Video möchte ich zwei Dinge mit euch besprechen, die mein Verständnis von Large Language Models nachhaltig geprägt und im Anschluss meinen Umgang damit komplett verändert haben. Für mich sind das die zwei wichtigsten Eigenschaften, die man bei aktuellen Large Language Models kennen muss, um zu verstehen, warum diese Systeme manchmal fantastische Ergebnisse liefern, manchmal eben aber auch kompletten Unsinn. Beide Aspekte haben mit dem Gedächtnis einer KI zu tun, also mit dem, was eine KI erinnert. Dabei geht es zum einen um das Langzeitgedächtnis und zum anderen um das Kurzzeitgedächtnis. Large Language Models haben nämlich weder das eine noch das andere. Und das hat massive Konsequenzen für unsere Arbeit mit einer KI. Müssen wir also unbedingt klären. Lass uns mit dem Langzeitgedächtnis anfangen. Aktuelle Large Language Models haben keine Wissensbasis, auf die sie zugreifen könnten, also kein Langzeitgedächtnis. Das liest man ganz oft, aber ich habe lange nicht wirklich verstanden, was das eigentlich bedeutet, weil die alltäglichen Erfahrungen, die man bei der Arbeit mit KI so macht, überhaupt nicht dazu passen wollen. Am Beispiel geht alles besser, also habe ich GPT-4 mal mit zwei fast identischen Prompts gefüttert. Einmal frage ich nach dem zweiten Satz in Artikel 19 des deutschen Grundgesetzes und dann frage ich nach dem ersten Satz aus dem Kapitel am 10. Mai aus Goethes Roman Die Leiden des jungen Werther. Was ihr hier seht, sind die Antworten von GPT-4 in der Version von Oktober 2023. Wer jetzt von euch gerade das Grundgesetz und Goethes Werther zur Hand hat, kann kurz gemeinsam mit mir nachschauen. Was ihr finden werdet, ist, dass der zweite Satz des Artikels 19 des Grundgesetzes perfekt zitiert ist. Wortwörtlich. Keine Abweichung zum Gesetzestext. Das funktioniert übrigens mit allen Sätzen im gesamten Grundgesetz. GPT-4 kann das Grundgesetz wörtlich zitieren. So scheint es. Der erste Satz im Kapitel am 10. Mai aus dem Werther, der ist aber nicht der, den GPT-4 zitiert hat. Dieser Satz hier, der kommt zwar im Werther vor, aber viel weiter am Anfang. Wenn man Large Language Models nicht kennt, dann würde man jetzt vielleicht erstmal denken, GPT-4 hat beim wörtlichen Zitat aus Goethes Werther einfach einen Fehler gemacht oder vielleicht auch unseren Prompt nicht richtig verstanden. Und genau das ist nicht der Fall. Der Fehlschluss liegt in der Annahme, dass GPT-4 da überhaupt wörtlich zitiert hat. Die KI kann nicht wörtlich zitieren, und zwar in beiden Fällen nicht. Sie hat nur die wahrscheinlichsten Wortreihenfolgen produziert, die sie während ihres Trainings gelesen hat. Und weil vermutlich das deutsche Grundgesetz in extrem vielen Kontexten, in verschiedensten Textdokumenten aufgetreten ist, während Goethes Werther als Gesamttext deutlich seltener vertreten war, hat die KI schlichtweg die exakte Wortreihenfolge des zweiten Satzes, des 19. Artikels des deutschen Grundgesetzes als wahrscheinlichste Wortreihenfolge gelernt. Während beim Werther eben andere Wortreihenfolgen aus dem Werk am häufigsten in den Trainingsdaten vorgekommen sind. Also, aktuelle Large Language Models können nicht nachschauen oder abschreiben oder eben zitieren. Sie haben keinen Zugriff auf die Originaldokumente, die sie während des Trainings gelesen haben. Wörtliche Zitate, wenn sie mal vorkommen, sind reiner Zufall. Das kann sich natürlich bei der zukünftigen Entwicklung solcher Systeme komplett verändern. So kann bereits GPT-4 bei seinen Ausgaben auf eine eigens dafür durchgeführte Internetrecherche zurückgreifen. Und damit könnte GPT-4 plötzlich doch wörtliche Zitate generieren. Das ist aber noch eine Funktion, die man extra einstellen muss und die noch kein Standard ist. Also, Erkenntnis 1, Erinnerung, wörtliche Zitate und sowas wie Faktenwissen existieren bei einer KI nicht. Deshalb fragt eine KI niemals nach Fakten. Was da rauskommt, kann richtig sein, muss es aber nicht. Und damit rüber zum Kurzzeitgedächtnis. Ich zeige euch hier mal einen Chat, den ich vor einiger Zeit mit GPT-4 geführt habe. Ich habe zuerst einen etwas längeren Text einkopiert mit der Bitte um eine Zusammenfassung dieses Textes. Im nächsten Prompt bitte ich GPT-4 dann, das zweite Stichwort etwas näher zu erläutern. Im dritten Prompt, und jetzt kommt's, frage ich GPT-4 nach dem konkreten zweiten Satz aus meinem allerersten Prompt in diesem Chat. Und wie ihr seht, ist GPT-4 in der Lage, diesen Satz von mir wörtlich zu reproduzieren. Jetzt würde man denken, cool, die KI hat sich an meinen ersten Prompt erinnert. Und auch das ist nicht der Fall. Es ist im Kern nämlich nicht so, dass ihr ein Gespräch, ein Hin und Her von Äußerungen mit einer KI führt. Die KI verändert sich nicht, wenn ihr einen Prompt geschickt und sie dann darauf geantwortet hat. Und das ist etwas, das ich lange nicht verstanden habe. Es ist nicht so, dass ein neuer Chat so etwas wie eine virtuelle Maschine startet, also eine Instanz der KI, die dann nur mit euch redet und sich an das vorher im Chat Gesagte erinnert. Ganz im Gegenteil, wenn ihr mit einer KI kommuniziert,
verändert sich am anderen Ende rein gar nichts. Die KI stellt sich nicht auf euch ein. Sie merkt sich rein gar nichts von dem, was ihr vorher geschrieben habt. Und jetzt sagt ihr natürlich, Moment, wieso kann sie denn dann einen früheren Prompt wörtlich zitieren? Die Antwort darauf ist, bei jedem neuen Prompt wird immer wieder der gesamte vorherige Verlauf des Chats erneut mitgeschickt. Die KI wertet also für jede neue Antwort immer wieder alles aus, das im selben Chat vorher geschrieben worden ist. Nur deshalb kann sie wörtlich zitieren. Und jetzt könnte man denken, boah, was für eine Verschwendung. Die KI liest also mehrfach immer wieder dasselbe, wenn sie mir antwortet. Ja, das ist richtig. Aber eine noch viel größere Verschwendung wäre es, für jeden einzelnen Chat eine neue Instanz der KI aufzumachen, für die dann wieder Milliarden von Parametern irgendwo gespeichert werden müssten. Da ist es schlichtweg viel einfacher, den neuen Prompt bei jedem gesamten Chat gemeinsam mit dem vorherigen Chat wieder zu schicken. Und jetzt kommt's. Es ist gar nicht immer der gesamte Chat, der da übertragen wird. Jede KI hat ein Erinnerungsfenster, das die bei einem neuen Prompt wieder mitgeschickten früheren Inhalte desselben Chats begrenzt. Dieses Fenster ist nicht unendlich groß. Es hat eine bestimmte Länge. Das können 3000 Wörter sein oder 10.000 oder 20.000. Wie viel genau, das ist abhängig vom konkreten System, mit dem ihr arbeitet, von eurer Lizenz und von einer Reihe weiterer Aspekte. Wichtig ist aber, dieses Fenster ist immer da. Und zu allem Übel zählen die Ausgaben der KI auch noch in dieses Erinnerungsfenster. Je länger also die Ausgaben der KI sind, desto weniger wird von euren früheren Prompts mit übertragen. Deshalb ist es super hilfreich, die KI immer mal wieder anzuweisen, sich doch bitte kurz zu fassen. Das Erinnerungsfenster ist der Grund dafür, dass eine KI Dinge wieder vergisst, die wir weiter oben im gleichen Chat geschrieben haben. Mir ist das früher ständig passiert. Ich habe am Anfang eines längeren Chats eine bestimmte Anweisung geschrieben und mich dann darauf verlassen, dass diese Anweisung über den ganzen Chatverlauf hinweg berücksichtigt wird. Und dann habe ich mich gewundert, warum sich ChatGPT irgendwann im Chatverlauf nicht mehr an diese anfängliche Anweisung gehalten hat. Seit spätestens 45 Sekunden ist euch und mir der Grund dafür aber ganz klar. Die Anweisung ist irgendwann aus dem Erinnerungsfenster herausgefallen. Sie wurde beim Abschicken meines nächsten Prompts dann einfach nicht mehr mit übertragen. Es gibt bei verschiedenen Large Language Models hier ein paar Feinheiten, um die Problematik des Erinnerungsfensters abzumildern. Die spielen aber für uns keine Rolle, solange wir die KI über die normale Web-Oberfläche benutzen. Ganz generell können wir uns also merken, wenn wir einen Chat mit einer KI führen, dann wird bei jedem neuen Prompt ein Teil des Chats immer wieder mit übertragen. Die KI reagiert eben nicht nur auf euren letzten Prompt, sondern auf den gesamten Teil des Chats, der übertragen worden ist. Also, was haben wir gelernt? Die KI hat kein Gedächtnis, weder Langzeit noch Kurzzeit. Verlasst euch also niemals darauf, dass die KI irgendetwas erinnert. Von korrekt erinnern ganz zu schweigen. Ciao und tschüss.